Schriftliche Division, die geht so, hier, wenn man sich das anschaut hier. Man könnte, ohne dass man das einmal eins kann, einfach schriftlich dividieren. Das heißt, man zieht immer mehr ab und. Das dauert ja furchtbar lange. Zum Schluss schreibt man diese Ergebnisse hier immer einzeln hin und zieht nochmal zusammen und das funktioniert wirklich. Aber es gibt wesentlich bessere und einfachere Methoden. Das sind die, die wir letzten Endes alle schon kennen, und zwar aus der Schule. So, und wie man das richtig macht und wie man das übt, selbst durch größere Zahlen zu teilen, und das auf eine viel bessere Art, das ist der Inhalt der nächsten Videos. Und wieder gilt, man freut sich, wenn man es plötzlich kann und dass es gar nicht so schwer ist. Ja, deswegen der Link dann entsprechend, oder die Links, die ich dann hier. Man kann auch eine Probe machen und so weiter. Die Links, die ich dann hier einfüge, also zu den Videos, wie man es wirklich richtig professionell macht. Große Freude ist immer angesagt, wenn man es hinterher kann. Ihr werdet es ja selber sehen.